Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Terranigma. Wir sind immer noch in diesem letzten epischen Fight. Wissen immerhin mal, wie wir im Schaden machen, auch wenn es nicht gerade viel ist. Aber vielleicht reicht unser Wissen ja, ihn diesmal ja, zu besiegen. Und natürlich ist auch Dreambird an meiner Seite. Jawohl. So, ich drück mal den Daumen, dass du ein bisschen besser ausweichen kannst. Ja, ich werde es versuchen. Ich werde mich diesmal erst ein bisschen besser aufs Ausweichen konzentrieren, wie auf sonst was. Und ja, ein bisschen Glück gehört ja auch dazu, dass der Depp einfach mal ein bisschen näher rankommt an uns. Mal gucken. Wir haben uns auch schon vorgenommen, wenn wir jetzt zu viel failen sollten, vielleicht werden wir ein paar Fails rausschneiden. Vielleicht wird es irgendwann ein Best of Fails geben und dann kommen all die Fails nochmal rein. Keine Ahnung. Ach, jetzt wäre er wieder kurz da gewesen, aber es ist... Das Blöde ist, man ist ja durch diesen Strahl dann auch immer hinten dann einfach nochmal und muss dann nach vorne kommen und dann ist er schon wieder weg und so. Es ist böse, es ist einfach nur böse. Ich würde mich gerne heilen. Ach, verdammt. Da ist immer noch die kleine Heilknolle drin. So. Erstmal das da nehmen. Ja. 150, ich glaube, da können wir gleich noch eine nehmen, ja. So, und die andere ausrüsten. Okay. Los geht's. Vielleicht gibt's auch noch irgendeinen Trick, aber... Ja, nur welchen? Den Feuerdingern da, das irgendwie... Ja, sehr schön, das war sehr gut. Mhm. Da hast du mit der Spezialattacke gemacht eben. Ja, es ging... Also geht's mit der einen anscheinend doch, wenn man Glück hat. Okay. Und doch mit deiner... mit der, die du am liebsten machst, dir diese Attacke, ne? Mhm. Mhm. Ging sogar ein bisschen von der Seite aus. Ich muss gar nicht mal so in der Front stehen. Ja, weil er ja so springt. Ja. Eine gute Idee, solltest du vielleicht öfter versuchen. So. Ich werde jetzt, auch gleich, wenn das Licht da weg ist, werde ich gleich ihn mal versuchen, da mit meiner Sprungattacke mal gucken. Ja. Ja gut, man muss ihn schon richtig treffen dann. Okay. Ah, jetzt hat er uns doch noch mal erwischt mit dem Mist. Okay, jetzt müssen wir uns heilen. Im Menü zumindest. So, schnell heilen. Eieiei, wirklich ganz schön episch, das Ding. Oh ja. Ach, ich wollte es eigentlich nicht ausrüsten, obwohl ist eigentlich auch egal. So, benutze es. Okay. Gleich hinrennen, vielleicht tut er ja was. Ja. Obwohl der normale Angriff macht auch schon 29. Ich glaube... Ja, aber nur beim ersten Mal. Nur wenn du dann dauernd drückst, dann kommt nicht mehr viel. Das habe ich vorhin gesehen. Okay, dann sollte ich vielleicht nicht dauernd drücken, sondern immer einen kurzen Moment abwarten. Ah. Okay. Immerhin. 50 pro Ding, das wäre ganz nett eigentlich. Jetzt muss ich auch kurz was nehmen. Okay. Ach, den schaffen wir. Ja, natürlich. Okay, der kommt nicht. Okay. Die Bossmucke ist auch ganz schön nervenzerrend. Ja, sie ist sehr gut. Wenigstens geht sie nicht auf den Keks. Die hält auch auf Dauer noch. Ja, was ziemlich episches hier parat. Also das gefällt mir ziemlich gut. Ja. Und ich finde, wir haben so langsam die Taktik raus. Ich glaube, die echt mit den ganz normalen Schlägen hier haben wir den besten Erfolg. Ja. So, ja, ja, verdammt, jetzt habe ich wieder den ungünstigsten Moment gefressen. Thank you.
Aber ich glaube, vorher, wo du sie schnell angegriffen hast, das hat wahrscheinlich ist auch dasselbe bei rumgekommen, glaube ich. Ja, da kamen so viele Fünfer, ne? Genau, richtig. Ja. Man muss einfach... Ja. Aber ich finde, wir greifen ihn jetzt deutlich öfters an, wie das letzte Mal. Ja. Sollte machbar sein diesmal. Ich denke auch. Außer es kommt gleich so eine HP-Anzeige, 50.000 noch. Oh, das wäre nicht so schön. Ja, man sollte ja den Teufel nicht an die Wand malen. Nein. So, das mit dem Todeslicht klappt auch immer besser. Da hat uns ja früher enorm viel abgezogen, aber jetzt kriegt das uns nicht mehr immer bei dem ersten. Oder kann man alles relativ leicht ausweichen, außer eben das da, wenn die seitlich kommen. Das kommt für mich zumindest noch zu überraschend. Da muss er zwischendurch noch kotzen. Ja, schlimm, der Junge. Alles zum Kotzen hier. Er hat sich sein Leben sicher auch anders vorgestellt. Bei dem Gegner hätte ich auch gekotzt. Ja. Ja, ich weiß nicht. Lieber hätten sie ihn vielleicht ein stärkeres TP-Monster machen sollen und dafür ihn deutlich öfters angreifbar machen. So ist das ein ganz schön zäher Bursche und sehr langwierig. Ja. Da muss man ja fast schon aufs Glück hoffen hier. Ja, nach welchem Prinzip kommt da runter? Nach gar keinem irgendwie, ne? Nö, ne? Rein zufällig bisher. Na komm doch mal wieder. Komm zu Fatih. Er will nicht. Wenn man irgendwie locken könnte. Ich wüsste nicht wie, ja. Wir haben ja auch keinen Gegenstand, der irgendwas bringt oder so, ne? Hat bestimmt auch jemand was gesagt, dass das sehr, sehr wichtig wäre oder so. Nee, also zum Thema Endgegner wurde nur gesagt, dass Magie nichts bringt und dass wir auf uns auf alle unsere Angriffsarten besinnen sollen. Mhm. Ja, und das stimmt ja bisher auch. Ach, komm doch mal wieder runter, ey. Da muss ich vielleicht muss ich generell weiter wegstehen. Vielleicht kommt er dann eher runter. Vielleicht. Das könnte sein. Muss ich mal jetzt testen, eine Weile. Sehr interessant. Na gut, das macht jetzt wieder den Spaß. Das könnten wir mal testen. Jetzt. Okay. Nur einmal, schade. Ich habe halt jetzt absichtlich ein bisschen gewartet da hinten und er kam auch. Mal gucken, vielleicht klappt das. Ja, es klappt, wenn man hinten wartet. Sehr gut. Wieder um eine Erfahrung reicher hier. Ja, tatsächlich. Sehr ja, geil. Das ist ja super. Ja, okay, jetzt. Darauf muss natürlich erstmal kommen, aber gut, ja klar, es ist doch so, der merkt das, wenn man dran will, dann kommt er nicht. Ja, ne? Clever der Bursche, aber nicht clever genug. Okay, es hat lang gedauert, bis wir drauf gekommen sind, aber wir sind drauf gekommen. So. Du bist drauf gekommen. Ja. Aber ist ja auch gut. Du bist ja derjenige, der gerade spielt. Oh, jetzt. Ah, verdammt. Schlechter Moment zum Essen. Ja. Aber egal. Es füllt uns trotzdem jetzt noch ein bisschen auf. So, ein bisschen warten und. Nee, reicht nicht. Nee, ein bisschen länger warten. Ja. Okay. Wir müssen trotz allem noch geduldig sein. Ah, unsere guten Heilknollen sind wieder leer, aber okay. Immer schön hinten stehen. Ja. Ich werde jetzt wieder im Menü heilen. Das ist sicherer. Das frisst keine Zeit. Ja gut, ausrüstet ist auch. Macht nichts. Falls wir jetzt sterben, wissen wir aber zumindest von vornherein. Richtig. Also wenn es jetzt nicht klappt, dann das nächste Mal definitiv. Genau. So, jetzt sind wir auch wieder fast voll geheilt. Wir warten da hinten. Yay. Ja,
Ja, so klappt das definitiv. Sehr schön, 32 zweimal. Vielleicht dann auch mal mit einer anderen Attacke rangehen oder so. Ja, können wir mal probieren. Ja. Oh, oh, jetzt haben wir ihn ganz schön eingeflößt hier. Schnell. Ja. Vielleicht auch besser, wenn du weiter links oder weiter rechts stehst, wenn das Licht kommt, weil dann hört es früher wieder auf. Hm, stimmt, aber da hat man dann so wenig Zeit und ich muss ja immer mittig von ihm sein, damit die anderen Kugeln ja mich nicht treffen. Hm. Na komm, benutz mal. So. Rein. Ich muss echt nochmal versuchen, ob das nicht doch mit einer Sprungattacke dann besser noch klappt. Aber bisher hat das nie geklappt. Mal schauen. Ja, mit dieser, die du doch immer so machst, da kommt man ja auch immer schnell ran an den Gegner. Eigentlich schon, ja. Da fliegt man doch so. Die hast du doch eigentlich gut drauf, im Gegensatz zu mir. Ja, aber hier irgendwie, ich weiß nicht. Muss man auch das Glück haben, dass man dann genau, dass er noch genau vor einem steht. Weil sonst springt man ja neben ihn. Ja, diesmal, also diesmal hätte ich ihn treffen müssen, ist nichts passiert. Hey, jetzt werde ich auch noch vereist. Okay, gut. Okay, wir haben noch 5 Wunderknollen. Na, vielleicht reicht's noch. Mal gucken. Mal gucken, ja. Weiß ja nicht, wie viel der hat. Diesmal haben wir ihn auf jeden Fall am meisten gedamaged von, also überhaupt, das ist ein großer Erfolg bisher. Aber er weiß schon, was er noch hat. Na komm. Komm, sei keine Pussy, komm ran hier. Ja, zu spät. Ah. Aua. Okay. Ich gucke ihn jetzt noch nicht mal mehr an, vielleicht provoziert das noch mehr. Wir haben ja! Ihn. Du hast ihn. Oh mein Gott. Was für eine Bestie! Halleluja! Ragnar ist vernichtet. Oh meine Fresse. Bitte komm nicht wieder. Ark hört eine seltsame Stimme. Eine Stimme, die schon einmal, die er schon einmal hörte, da fehlten er. Hm. Am Heldengrab. Es ist nun vorbei. Ragnaras Kräfte sind versiegt. Wer bist du? Was bist du? Ich? Ich bin dein Gegenstück der Oberwelt. Ragnar hat dich erschaffen. Um diesen Planeten zu beherrschen. Ragnar hat dich geboren... indem er eine Kopie von mir schuf. Nicht nur dich, sondern alle Bewohner Krystas.
Auch dein Dorf wurde nach einem Vorbild der Oberwelt erschaffen. Ach so. Die Welt befindet sich nun wieder im Gleichgewicht. Du hast dies ermöglicht. Die Dunkelheit ist vorüber. Wir haben es geschafft. Lass uns in unsere Welten heimkehren. Das klingt gut. Sehr krass, die Story. Ja. Er war nur eine Kopie die ganze Zeit. Jetzt gehen die ganzen Kopien nach Hause, ne? Hm. Das ist also mein Heimatdorf. Sogar das schönste Haus wäre für mich jetzt ohne jede Bedeutung. Denk daran, auch Melina hat ihr Dorf verloren. Ihre Eltern und ihre Freunde aus dem Dorf wurden alle umgebracht. Das ist der Grund, weshalb sie ihre Sprache verlor. Ich kann ihren Schmerz sehr gut nachempfinden. Ich dachte nicht, dass man sich ohne eine Heimat so einsam fühlt. Oh nein, Fluffy. Du siehst recht fertig aus. Nun... Ich frage mich, wofür ich kämpfte. Der Weise sagte, ich solle die Welt retten. Also ging ich nach oben. Ja, die Welt wurde gerettet. Die Zivilisation erblühte. Doch es war der Plan des Weißen, Ragnaras Plan. Ich fühle mich, als hätte ich Unglück über den Planeten gebracht. Ark hat mehr Verantwortungsbewusstsein, als ich dachte. Du hast deine Aufgabe, Himmel und Erde zu schaffen, erfüllt. Du bist das, was die Menschen einen Gott nennen. In einer Welt voller Leben geschehen aber auch immer Unglücke. Doch so wie es Schlechtes gibt, gibt es auch vieles positive Dinge. Auf alle Fälle bin ich gerne mit dir gereist, Ark. Fluffy? Du hast doch ein gutes Herz. Ist dir das jetzt erst aufgefallen? Fluffy, eine Frage hätte ich noch. Du hast mich lange Zeit begleitet. Sogar im Endkampf warst du tapfer an meiner Seite. Ich habe noch nie gefragt, aber was genau bist du? Ich habe diese Frage erwartet. Ark, bisher hast du unzählige Lebewesen getroffen. Vögel, Löwen, Pinguine, sogar Nixen. Alle diese Lebewesen stammen von einer einzigen Kreatur ab. Vor der Evolution sahen alle so aus wie ich. Menschen lernten, auf zwei Beinen zu laufen und Werkzeuge zu bedienen. Jetzt verlassen sie sich nur noch auf Maschinen. Vielleicht werden sie eines Tages wieder so wie ich aussehen. Eine seltsame Vorstellung. Nun gut. Später, Ark. Ich muss jetzt gehen. Was? Wohin gehst du, Fluffy? Ich werde schlafen. Und auf den Tag warten, an dem wieder jemand die Truhe öffnet. Leb wohl, mein Freund.
Hörst du mich? Ich bin Divina, die Seele der Oberwelt. Ragnaras Niederlage wird Krista und die Unterwelt vernichten. Die Oberwelt wird sich langsam wieder erholen. Geschaffen vom Bösen, wurdest du vom Guten wiedergeboren. In dir fließt das Blut Divinas und das Blut Ragnaras. Doch nun ist deine Aufgabe erfüllt. Dein Körper wird bald schwinden. Genieße deshalb deine letzten Tage in Krista. Ark, Ark? Was ist los? Hörst du mir zu? Wie? Sorry, ich dachte nach. Ja, Freunde, wir können uns ja noch ein bisschen rumbewegen. Hallo, Ark. Glück bedeutet für mich, frei leben zu können. Okay. So, ich glaube, wir sind schon ziemlich über der Zeit, oder? Sind wir das? Ich werde mal ganz kurz nachgucken. Einen Moment, bitte. Nö, wir haben noch Zeit. Es lag wohl nur am Boss-Battle. Da kam ja länger vor, als er in Wirklichkeit war. Gut. Dann erkunden wir hier noch ein bisschen Krista. Hallo, Ark. Du siehst so nachdenklich aus. Bedrückt dich etwas? Naja. Naja, einiges. Na, redet er nicht mit mir? Milinas Webereien sind einzigartig, doch in letzter Zeit ist alles, was sie webt, schwarz. Hm. Okay, die sagen alles Gleiche. Ja, Abschied, ne? Oder? Ja, irgendwie schon. Tragisch. Wir müssen schöne Kleider machen, an denen die Leute sich erfreuen. Auch wieder eine schöne Melodie. Jetzt sind wir wieder da oben. Milina wird diese Arbeit zu Ende bringen. Lass uns spielen, Ark. Ich weiß nicht, ob uns gerade nach Spielen zumute ist. Mutter sagt, alle Menschen sind an ein früheres Versprechen... Na, das hat sie früher schon gesagt, gebunden. Hm. Okay. Das ist ganz alt, der Text. Die haben sich nicht weiterentwickelt, die Kids. Schlimm, schlimm. Okay. Geh mal bitte ganz links oben in die Ecke, wo Anfang mal war, der Weg war umsonst oder was da immer stand. Vielleicht ist er ja ausnahmsweise mal nicht umsonst. Vielleicht ist er ja mal was anderes jetzt, keine Ahnung. Na? Der spricht nicht mehr mit uns, ne? Er ist ja beleidigt, ja. Na sowas. Na gut, dann lassen wir's. Gehen wir mal da rein. Na, das Orakel. Eine neue Welt öffnet ihre Tore. Was wird bloß geschehen? Ja, gute Frage. Da weiß selbst das Orakel nicht weiter. Ich schätze mal, wir müssen in Arks Haus, damit es weitergeht. Was haben wir hier noch? In diesem Fluss scheint es keine Fische mehr zu geben. Ark, was hat das zu bedeuten? Hm. Das bedeutet, dass ihr gleich alle... Die Kristalle im Nebel funkeln nicht mehr. Irgendwie traurig, ne? Das Ganze. Na gut, mal reden. So klein ein Werkzeug auch ist, es kann den Menschen nützlich sein. Den Menschen geht es genauso. Es gibt auf der Welt keine Person, die unwichtig ist. Das hat er schön gesagt. Ja. Was meinst du? Kristalle? Ark, von was redest du? So etwas gibt es hier nicht. Ja, Mensch. Kann auch sein, dass man einfach das Dorf verlassen muss, um das Spiel zu beenden oder so. Kann ja auch. Kann auch sein, ja. Das wollte ich eigentlich nicht tun, aber gut. Die Erde ist nicht mehr fruchtbar. All mein Gemüse ist verfault. Ja, deswegen redet der eine wohl nicht mehr. Na, Mädchen? Magst du nicht reden?
könnte ich doch so hoch springen wie du, Ark. Okay, das hast du auch früher schon gesagt. Hm. Ja, okay. So, da war man, glaube ich, auch noch nicht. Ah ja, die Mühle. Ja, die man zum Stillstand bringen kann. Hm. Welches Genie hat denn diese wunderbare Mühle erbaut? Ach, warst du das nicht? Hm. Hast du ein Bier? Ich hab Durst. Nee, wir haben kein Bier. Haben wir nicht sowas im Inventar, nee, ne? Ein Bier glaube ich nicht. Eher ein Wein oder so hatten wir mal, ne? Ja, hatten wir. Aber ich kann auch gar nicht ins Inventar klicken, geht nichts. Nee, der Fluffy ist ja weg, deswegen geht das nicht mehr. Richtig. Wollen wir es mal ausmachen? Nee, wir lassen es an. Diesmal nicht mehr. Kein Streich mehr für den Schluss. Wir sind gut geworden jetzt. Ja. Kurz vorm Ende doch noch ein guter Junge geworden. Ach, wie schön. Muss ja ein bisschen die Moral erhalten. Gut, dann bleibt nur noch das eine Haus. Das ist doch das Waisenhaus, oder? Ark, etwas an dir hat sich verändert. Ja. Ja, das ist wieder das Haus des Waisen. Ja. Hat Melina dich wieder geweckt? Wie bitte, diese blaue Tür? Das ist die Besenkammer, bist du in Ordnung? Es scheint so, als hätten die alles vergessen. Ja. Was, der Weise? So jemand kenne ich nicht, Ark. Träumst du? Irgendwas verändert sich in Krista. Oh ja, wie recht sie haben. Da geht nix. Die Besenkammer bleibt uns verschlossen. Alles begann in diesem Zimmer. Ob der Weiße alles so kommen sah, wie es sich ereignete? Ich erweckte die Zivilisation und Beruga und färbte die Erde dunkel. Maschinen wollten mich nach Berugas Erwachen töten. Doch ich überlebte. Kumari und andere Lebewesen haben mich wiederbelebt. Ich traf mein anderes Ich und erfuhr meine wahre Bestimmung. Hm. Also, wo war das? Krass. Ja, echt schön, wie sie sich da jetzt am Schluss noch Zeit nehmen. Ja. Na, hat mit Melina schon Morgengymnastik gemacht? Okay. Ich meinte wohl nicht Bettgymnastik, oder? Seltsam. In deinen Augen spiegelt sich die Kristalle des Nebels. Okay, da ist niemand. Ark, stell dir vor, das ganze Essen ist verdorben. Ach du Jemine. Ja. Na gut, dann werden wir wohl versuchen, das Dorf zu verlassen. Weil sonst waren wir überall, denke ich. Aber ich glaube, der Ausgang ist nicht da, ne? Irgendwo muss ja dann noch mal ein Ende sein jetzt hier. Hm, vielleicht noch mal zu Melina, ich weiß ja nicht. Das noch mal, ja, da waren wir zuerst. Vielleicht da oben? Ah, da oben waren wir. Da waren wir noch nicht. Mit dem Jungen haben wir auch noch nicht gesprochen. Hey, Ark, lass uns spielen. Ja, das kennen wir schon. Ah, ne, das war die Mühle, oder? Oder? Nee, da waren wir noch nicht. Wohnsitz. Kinder brauchen Freiräume. Da geht schon mal was zu Bruch. Früher hat die gesagt, ich leg dich in Ketten. Oder war das die andere? Weiß nicht mehr genau. Also eine von den beiden. Stimmt. Na, Junge? Ich gehe hinaus, trotz Kristallnebel. Okay, mach das. Wir gehen auch nochmal raus. Denn jetzt haben wir definitiv mit angequatscht. Okay, vielleicht nochmal in Melinas Häuschen rein. Nochmal reden. Vielleicht nachher mit Melina reden, ja, das könnte gut sein. Zum Abschluss, ja. So. Hallo Ark! Glück bedeutet für mich, frei leben zu können. Okay, das ist alt. Oh, jetzt ruckelt. Ruckel, ruckel.
Ja. Ich will eine kurze Pause machen.